ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie neidisch bin oder dass ich jetzt nicht da oben geschafft habe, wo die jetzt gerade sind. Von daher, ich freue mich auch sehr, sehr, dass die das auch geschafft haben. U17 Europameister zu werden, ist schon ein ganz was Besonderes, ist halt was Besonderes, sage ich mal so. Von daher, es fühlt sich auch sehr, sehr gut an, auch diesen Titel einfach mal gewinnen zu können. Wenn ich jetzt von Namen gehe, Mario Götze zum Beispiel, André Ter Stegen, Bernd Leno, das hat man schon gesehen damals, dass die auf jeden Fall ja, was Großes erreichen werden. Ich war ja beim Spiel gegen FC Köln, dann noch gegen Werder Bremen, war ich auch im Kader gewesen. Und ja, schade, dass ich auch damals mein paar Minuten Einsätze damals auch nicht bekommen habe. Man kann so jetzt die Vergangenheit nicht mehr jetzt zurückdrehen, aber ich hatte echt sehr, sehr schöne Zeiten bei Dings Hertha gehabt. Es hat einfach alles gepasst und weil die haben mich sehr, sehr um mich bemüht und alles. Und nachdem ich halt das mit meinen Eltern das besprochen habe, dann habe ich mich halt dazu entschieden, halt bei Victoria ein Jahr zu unterschreiben. Ich will auf jeden Fall so hoch spielen wie möglich und das ist auf jeden Fall mein Ziel halt, also für mich jetzt persönlich. Ob das jetzt mit Victoria jetzt sein wird, das weiß man halt nicht. Aber für mich jetzt persönlich, das ist schon mein Ziel, auf jeden Fall so hoch wie möglich halt zu spielen. Meine Eltern wohnen schon seit Jahren schon in Deutschland und dazu hat meine Eltern haben sich halt dazu entschieden, dass die uns halt nach Deutschland rüberholen. Fußball spielen habe ich ja sowieso, wo ich in Afrika gelebt habe als kleines Kind. Ich habe da schon so immer Fußball gespielt und hier war einfach noch, ja, die Tür war einfach offen für mich, hier einfach nochmal Fuß zu fassen. Natürlich am Anfang war halt ein bisschen schwer, weil man muss erstmal rankommen und die Sprache erstmal kennenlernen, die Menschen, Umgebung. Aber damals war auch dann für mich sehr, sehr einfacher, weil da ich halt meistens immer Schule bin. Nach der Schule war ich halt sofort dann immer beim Training gewesen und deswegen kam halt alles für mich halt sozusagen dann sehr leichter.